Wunderbar. Ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Einladung hier von ATTAP München. Ich weiß, wie viel Arbeit es bedeutet, solche Veranstaltungen zu organisieren. Von daher also auch mein ganz besonderer Dank an Henning Ludwig für die Organisation dieser Veranstaltung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Es ist ja heute ein denkwürdiger Tag, weil diejenigen, die heute vielleicht schon Nachrichten gelesen haben oder gesehen haben, haben vielleicht auch mitbekommen, dass die USA heute offiziell gemacht haben, dass sie dem Pariser Klimaschutzabkommen wieder fernbleiben wollen, dass sie also wieder austreten wollen. Sie konnten das jetzt erst machen nach einer dreijährigen Wartefrist. Und das ist natürlich ein schwarzer Tag insofern für die Frage des Klimaschutzes. Und was ich heute fokussieren möchte, das ist die wirklich sehr lange vernachlässigte Frage, welchen Einfluss hat der Freihandel auf die Klimakrise, auf die Treibhausgasemissionen und warum wurde darüber in den letzten Jahren so wenig gesprochen. Und genau das wird Thema sein meines Vortrags heute und ich möchte das mal ein bisschen zweigeteilt machen. Der erste Teil wird eher quantitativer Natur sein, da werde ich ein bisschen einführen in Statistiken, Klimabilanzen, wie die eigentlich gestaltet werden, wie dort oder auch nicht der Handel berücksichtigt wird. Und der zweite Teil wird dann qualitativer sein, da werde ich genau anschauen, was so konkrete Freihandelsabkommen der Europäischen Union für Folgen für das Klima haben werden. Da sind ja momentan einige Abkommen sehr aktuell, wieder die Verhandlungen zu einem TTIP 2.0-Abkommen, die schon abgeschlossenen Verhandlungen zu dem CETA-Abkommen und auch die nun laufenden Verhandlungen zu dem EU-Mercosur-Abkommen. Ganz, ganz kritische Abkommen im Hinblick auf die Auswirkungen auf den Klimaschutz. Ja, beginne ich. Ich muss hier schauen, das ist alles ein bisschen anders. Mit der ersten Frage, warum es bis jetzt so ein großes Tabu gewesen ist, über den Handel zu sprechen. Die Europäische Kommission hat überhaupt kein Interesse daran, dass der Klimaschutz und die internationalen Klimaverhandlungen verknüpft werden mit der Handelsfrage. Und sie hat deswegen auch ihre Diplomaten angewiesen, die damals, als es darum ging, das Klimaschutzabkommen von Paris zu verhandeln, auf gar keinen Fall ist zuzulassen, dass andere Teilnehmer an diesen Verhandlungen eine Verknüpfung aufmachen zwischen dem Freihandel und dem Klimaschutz. Weil man weiß natürlich, wenn es mehr Freihandel gibt, leidet die Umwelt darunter. Wenn es mehr Freihandel gibt mit klimaschädlichen Produkten, vor allem natürlich Öl, Gas und Kohle, diesen ganz besonders klimaschädlichen Produkten, hat das Auswirkungen auf das Klima. Und von daher müsste man natürlich eigentlich dafür sorgen, dass es eine ganz enge Verknüpfung gibt zwischen dem Klimaschutz und dem Freihandel. Und genau dieses bekämpft die Europäische Kommission und war da auch ganz erfolgreich damit. Und das, wie sie das bekämpft und welche Position sie hat, das ist im Vorfeld der Klimaverhandlungen zu dem Pariser Abkommen im Dezember 2015 an die Öffentlichkeit gekommen. Da gab es einen sogenannten Leak, ein durchgesickertes Dokument, Verhandlungsdokument der Europäischen Kommission, was dann veröffentlicht worden ist von der englischen Zeitung The Independent. Kann man dort auch noch nachlesen heute, dieses Dokument. Und da steht das Englische, zitiere ich jetzt nicht, sondern eine deutsche Übersetzung dieser englischen Formulierung. Jeder Versuch, das Thema Handel oder geistige Eigentumsrechte auf die Tagesordnung der Klimarahmenkonvention zu setzen, kann nicht akzeptiert werden. Das ist also die dezidierte Anweisung der Europäischen Kommission an die Verhandler. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, warum? Warum bekämpft die Europäische Kommission so vehement die Verknüpfung zwischen Handel und Klima? Und das kann man sich schon näherungsweise erklären, wenn man sich anschaut, wer eigentlich Verantwortung trägt für die Klimaemissionen. Und das kann man hier auf diesem Schaubild sehr schön sehen. Das sind die kumulierten Kohlendioxidemissionen, die seit der Industrialisierung von den Menschen emittiert worden sind. Und da kann man ganz unten sehen, blau, das ist die Europäische Union, das sind die Länder der Europäischen Union, die 28 Staaten.
Und das ist Ihr Anteil an den CO2-Emissionen in der Welt von Beginn an der Industrialisierung bis heute 2017. Und da kann man sehen an diesem Bild, circa ein Viertel, 23% genau, der weltweit kumulierten CO2-Emissionen gehen auf das Konto der Europäischen Union. Das ist natürlich schon sehr viel. Und wenn es jetzt bei den aktuellen Verhandlungen darum geht, wer muss Verantwortung übernehmen, wer muss ganz besonders stark seine aktuellen CO2-Emissionen senken, ist es ganz klar, die historische Verursacher müssen natürlich eine ganz besonders große Verantwortung übernehmen, ganz besonders stark ihre Emissionen senken. Und im Verlauf dieses Abends werde ich zeigen, dass die Europäische Union kaum Emissionen senkt, falls überhaupt. Dann hat es natürlich weitere große Emittenten gegeben, das weiß man historisch. Die USA haben später angefangen, Emissionen CO2 zu emittieren, weil die Wiege der Industrialisierung ist ja England gewesen. Und dort wurde begonnen damit, bei den Dampfmaschinen CO2 zu emittieren, indem man Kohle verbrannt hat und Eisenerz dafür verarbeitet hat, in den Stahlwerken später dann auch. In Amerika begann das etwas später, das ist dann das, was man hier sieht, der große gelbe Part. Und dann in jüngerer Zeit sieht man dann auch hellgrün, das ist China. Die chinesischen Emissionen sind auch gestiegen, aber sie sind lange nicht so bedeutsam, auch was die historische Kumulierung, Aufaddierung angeht, wie die Emissionen der Europäischen Union, nach wie vor. Dies sind jetzt aber nur die Emissionen, die dann auf die einzelnen Länder berechnet werden. Aus Gerechtigkeitserwägungen ist es natürlich noch wesentlich wichtiger zu schauen, wie sehen eigentlich die Pro-Kopf-Emissionen aus, und zwar heute gegenwärtig. Und das kann man sich anschauen hier an ausgewählten Ländern. Und da sieht man, die Pro-Kopf-Emissionen in Tonnen pro Jahr sind weltweit gesehen immer noch die größten im Fall der USA. Das heißt, die US-Bürger emittieren pro Kopf immer noch am allermeisten CO2, Kohlendioxid, das ist das Wichtigste der Treibhausgase. Aber auch in Deutschland, wir sind nach wie vor ganz eifrige Emittenten von CO2 und unsere Emissionen sind auch noch oberhalb des Durchschnitts der EU-Mitgliedstaaten. Das ist diese gelbe Linie. Das ist die Europäische Union, die orange Emissionen, das ist, sind die deutschen Emissionen. Und da kann man deutlich sehen, die Deutschen emittieren immer noch mehr als der Durchschnitt der Europäer. Und dann sieht man, die Emissionen der Chinesen sind deutlich angestiegen. Das weiß man wegen des starken Industrialisierungsprozesses in China. Und sind ungefähr so groß wie im Durchschnitt der anderen EU-Mitgliedstaaten zurzeit. Dann sehen wir aber auch die Entwicklungsländer, China, Indien und Afrika, ganz unten die hellblaue Linie, das ist Afrika, kann man kaum sehen, ist nach wie vor international nicht wirklich relevant, was Afrikaner emittieren und auch was Inder emittieren im Durchschnitt der Bevölkerung, ist nach wie vor nicht relevant. Von daher die wichtigsten Emittenten historisch und pro Kopf sind natürlich die USA und die Europäer. Schauen wir uns jetzt an, wie eigentlich über die Zeit der Anteil der Emissionen, der auf Kosten des Handelns geht, sich entwickelt hat. Wir wissen, der Handel selbst ist eigentlich nicht direkt verantwortlich für CO2-Emissionen. Im Handel realisieren sich eigentlich nur CO2-Emissionen, weil die CO2 Emissionen entstehen dadurch, dass ja fossile Energieträger verbrennt, vor allem natürlich die drei großen Kohle, Öl und Gas. Aber wenn sehr klimaschädliche Produkte international gehandelt werden, trägt natürlich der Handel mittelbar Verantwortung für die CO2-Emissionen. Und deswegen gibt es internationale Berechnungen darüber, wie groß eigentlich die CO2-Emissionen sind, die im Handel verkörpert sind, die in den gehandelten Produkten und Dienstleistungen enthalten sind. Im Englischen nennt man das dann Emissions Embodied in Trade, also die Emissionen, die in den Handelsgütern enthalten sind.
Und im internationalen Welthandel hat man gesagt bei den verschiedenen Untersuchungen, dass im Jahr 1990 noch 20% der Emissionen im Welthandel enthalten gewesen sind. Und dieser Anteil des Welthandels an den Emissionen ist im Laufe der Jahre gestiegen bis zum Jahr 2008. Und danach, wissen wir, gab es die Weltwirtschaftskrise, da ist es zu einem Zusammenbruch gekommen in der wirtschaftlichen Tätigkeit, aber auch zu einem Rückgang des Welthandels, und das hat sich dann auch niedergeschlagen in einem Rückgang der Emissionen, die im Handel enthalten gewesen sind. Sodass man sagt, ab dem Jahr 2009 ist es circa an den gesamten Emissionen, weltweiten Emissionen der Anteil des Handels runtergegangen auf 33%, also ein Drittel. Ein Drittel der weltweiten Emissionen, sagt man, sind Emissionen, die im Handel enthalten sind. Das ist also eine durchaus relevante Größenordnung, weswegen es natürlich wichtig ist, sich Gedanken darüber zu machen, wie kann der Anteil des Handels an den Treibhausgasemissionen reduziert werden. Es ist wirklich eine sehr relevante Größenordnung. Diese Berechnung der Klimabilanzen und wie da der Handel seine Rolle spielt, da gibt es ganz unterschiedliche Methoden. In der Vergangenheit war es so, dass man eigentlich nur die sogenannten territorialen Emissionen berücksichtigt hat, das heißt die Emissionen, die in einem Land stattgefunden haben, in Deutschland beispielsweise durch unsere Produktion von Gütern und auch die Produktion der Güter, die wir hier von Deutschland aus exportieren. Für die gesamte Produktion von Gütern, sowohl die Güter, die wir hier konsumieren, wie auch die Güter, die wir für den Export produzieren, da fallen natürlich Emissionen an, und das sind die sogenannten territorialen Emissionen. Aber das ist natürlich nicht die Gesamtverantwortung eines Landes wie Deutschland für die CO2-Emissionen, weil wir ja auch sehr viele Güter importieren, die wir brauchen, entweder für den eigenen Verbrauch, für den eigenen Konsum oder auch für die Güter, die wir exportieren. Das heißt, man müsste eigentlich auch die ganzen importierten Emissionen Deutschlands mit berücksichtigen, um halt eben die Gesamtbilanz Deutschlands herstellen zu können. Und das nennt man die sogenannten konsumbasierten Emissionen. Bei den konsumbasierten Emissionen werden auch die von uns importierten Emissionen mit berücksichtigt. Und wie man sich leicht denken kann, sind natürlich die konsumbasierten Emissionen noch einmal höher als die rein territorialen Emissionen. Ne? Da gibt es also einen großen Unterschied. Der Witz ist nun, bei den internationalen Klimaverhandlungen werden nur die niedrigeren territorialen Emissionen berücksichtigt. Die werden berücksichtigt bei den Klimabilanzen, die wir dann abgeben bei der Klimarahmenkonvention dieser UN-Organisation. Da werden nur die territorialen Emissionen Deutschlands bilanziert und nicht die gesamten konsumierten Emissionen von uns, die konsumbasierten Emissionen, die wesentlich höher sind. Und das kann man sehen hier beispielsweise. Es hat große Verschiebungen gegeben in der Weltwirtschaft, was die Emissionen betrifft. Vor allem Entwicklungsländer haben ihren Anteil an den Emissionen deutlich erhöht ab dem Jahr 2006. Und da kann man sehen, die gestrichelte Linie, das sind die Entwicklungsländer, die beiden gestrichelten Linien und die durchgezogene Linie, das sind die Industriestaaten, die versammelt sind in der Gruppe der OECD. Und man kann deutlich sehen, die gesamten Emissionen der Entwicklungsländer sind gestiegen, vor allem wegen der Industrialisierung Chinas. Die Emissionen der Industriestaaten sind nicht sonderlich stark abgesunken, trotz all der Verhandlungen, die wir gehabt haben. Sie sind relativ konstant geblieben, muss man ganz ehrlich einräumen. Was man hier sehen kann, die rote Linie, das sind die konsumbasierten Emissionen, die sind bei uns, bei den OECD-Ländern, sind die konsumbasierten Emissionen höher als die rein territorial basierten, weil bei den konsumbasierten, wie ich gesagt habe, auch unsere importierten Emissionen mitbilanziert werden. Bei den Entwicklungsländern ist es genau umgekehrt. Die Entwicklungsländer, die exportieren mehr Emissionen, als sie importieren. Das liegt ganz einfach daran, weil sie relativ schmutzig produzieren. In China wissen wir, der Anteil der Kohle, die verbrannt wird für die dortige Industrieproduktion, ist enorm hoch, und die Klimaeffizienz der Kohlekraftwerke war sehr niedrig, und darum
liegt es daran, dass China und andere Entwicklungsstaaten mehr Emissionen exportieren, als sie importieren. Von daher ist hier also die blaue Linie, die territorialen Emissionen, bei denen ganz anders als bei den Industriestaaten. Die haben also, und das ist interessant sich anzuschauen, Nettoexporteure von Emissionen und Nettoimporteure. Die größten Exporteure von Emissionen, das kann man hier sehen, ist China in der Welt. Der zweitgrößte Exporteur von Emissionen ist Russland. Russland in erster Linie wegen der Exporte von Öl und Gas. Wir sind ja auch großer Abnehmer von Öl und Gas aus Russland. China wegen der ganzen Industriegüter, die weltweit exportiert werden und die so schmutzig hergestellt werden. Der weltweit größte Importeur allerdings dieser ganzen Emissionen ist die Europäische Union. Das ist diese grüne Linie, die man unten sehen kann. Wir sind ein Nettoimporteur von Emissionen. Wir importieren wahnsinnig viele Produkte, Vorprodukte vor allem aus China, weil unsere Konzerne gesagt haben, in China, da kann man so wunderbar billig produzieren, da wollen wir Niederlassungen gründen, hat man auch gemacht, musste man Joint Ventures eingehen mit chinesischen Unternehmen und das, was dort hergestellt worden ist, importieren wir hier. Dort konnte man so billig produzieren, dass es sich gelohnt hat. Allerdings hat es dafür gesorgt, dass wir halt eben ganz viele Emissionen, die in China produziert werden, de facto eigentlich importieren, allerdings in unserer Emissionsbilanz gar nicht ausweisen. Das ist also jetzt nicht wirklich Schuld, wenn man die Schuldfrage stellen will, der Chinesen, dass sie so viel emittieren, sondern das ist natürlich wesentlich zurückzuführen auf die Verlagerungsprozesse in der Weltwirtschaft, die Entstehung der globalen Wertschöpfungsketten, der Auslagerung von Produktion unserer transnationalen Konzerne in Entwicklungs- und Schwellenländer und vor allem nach China, dass China so viel exportiert und daraufhin auch viele Emissionen produziert. Die OECD, da war ich sehr überrascht, hat mal eine Studie angestellt, wo man auch die Daten sich runterladen kann. Und die haben gesagt, was ist eigentlich der Anteil in Europa und in Deutschland der importierten Emissionen an den gesamten Emissionen. Das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Kennziffer. Und da haben sie festgestellt, der Anteil der importierten Emissionen der Europäischen Union an den gesamten Emissionen der Europäischen Union sind 25%. Ein Viertel der gesamten Emissionen der Europäischen Union sind importierte Emissionen. Es wird allerdings dieser importierte Anteil nicht ausgewiesen in den internationalen Klimabilanzen. Bei Deutschland ist es noch schlimmer, nach dieser Untersuchung der OECD ein Drittel der gesamten Emissionen Deutschlands entfallen auf die importierten Emissionen. Das heißt, weil wir unsere Drecksproduktion in andere Länder ausgelagert haben. Nun kommen wir zu der Art und Weise, wie die Europäische Union ihre Berichtspflichten erfüllt bei der UN-Klimakonvention, wo sie ja dann immer jedes Jahr so einen Bericht abliefert, wie wir unsere Emissionen gesenkt haben, wie toll wir sind bei der Reduktion unserer Emissionen. Sie hat da im Rahmen des Kyoto-Abkommens gesagt, wir wollen im Zeitraum von 1990 bis 2020 unsere Emissionen um 20% reduzieren. Das ist die Verpflichtung, die man eingegangen ist im Kyoto-Abkommen, im Kyoto-Protokoll. Schauen wir uns an. Genau das hat die Europäische Union auch behauptet, dass sie das getan hat und dass sie dieses Planziel auch noch übererfüllt hat. Die Europäische Union hat gesagt, im Zeitraum 1990 bis 2017 hätten wir unsere Emissionen um 23,5% reduziert. 23,5%. Tolle Leistung, wunderbare Sache. Allerdings, ich habe ja eben gezeigt, die OECD ist ganz anderer Ansicht. Die OECD, die sagen, eigentlich müsste man dem Konto der Europäischen Union natürlich noch die importierten Emissionen zuschlagen, 25%. Und wenn wir uns jetzt überlegen, die EU behauptet, wir hätten 23,5% Reduktion. Und die OECD sagt, aber man müsste eigentlich noch 25%
der importierten Emissionen draufschlagen, dann haben wir de facto als Europäer überhaupt nichts reduziert. De facto sind die gesamten Emissionen der Europäischen Union konstant geblieben. Das ist natürlich bitter. Darum ein großes Glück für die Europäische Kommission, dass international bei den Klimaverhandlungen bis jetzt nur diese territorialen Emissionen berücksichtigt werden und nicht die konsumbasierten, die gesamten. Das ist natürlich ein großes Glück. So kann man sich bei der Weltöffentlichkeit präsentieren als ganz fortschrittliche Region, wo ganz wunderbar durch Auflagen, durch Politik, durch Klimapaketchen dafür gesorgt wird, dass wir unsere Emissionen immer weiter senken. De facto, wenn man die weltweite Verantwortung, die internationalen Wertschöpfungsketten berücksichtigen würde, ist das aber nicht der Fall. De facto ist es tatsächlich so, dass wir letzten Endes bei unseren Gesamtemissionen von 1990 bis heute relativ konstant geblieben sind. Und das ist natürlich bitter. Das ist bitter auch vor allem nicht nur vor dem Hintergrund des Klimas, sondern natürlich auch vor dem Hintergrund unserer internationalen Verantwortung. Das ist natürlich auch einer der wesentlichen Gründe, warum die Europäische Kommission überhaupt kein Interesse daran hat, dass im Rahmen der Klimaverhandlungen über Handel gesprochen wird. Weil wenn über Handel gesprochen werden würde und man würde beispielsweise auf die Idee kommen, die konsumbasierten Emissionen zu berücksichtigen und nicht nur die territorialen Emissionen, dann würde natürlich den Europäern wesentlich viel mehr an Reduktionsverpflichtungen abverlangt werden, als das momentan der Fall ist. Von daher haben die Europäer natürlich ein genuines Interesse daran, dass alles so bleibt, wie es jetzt ist. Von daher also auch das Interesse, möglichst keine Verknüpfung herzustellen zum Welthandel. Komme ich nun zu der Rolle der Handels- und Investitionsabkommen. Das soll ja nun Gegenstand hier sein. Und da muss man sehen, in Bezug auf die Klimawirkung gibt es natürlich drei wesentliche Wirkungen, die von Handelsabkommen ausgehen. Zum einen natürlich die Rohstoffsicherung. Man will mit den Handelsabkommen dafür sorgen, dass man weiterhin Zugang zu diesen ganzen schmutzigen Rohstoffen bekommt. Öl, Gas, Kohle, der Zugang dazu, der muss sichergestellt werden. Weil wir sind natürlich ganz arm in der Europäischen Union an diesen Rohstoffen. Und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass die Länder, aus denen wir diese Rohstoffe importieren wollen, nicht zu solchen fatalen Maßnahmen greifen wie Ausfuhrbeschränkungen. Das gibt es durchaus, dass manche Länder sagen, wir erheben beispielsweise Ausfuhrzölle auf unsere kostbaren Rohstoffe. Dann würden die sich ja verteuern und dann würden ja die Produktionskosten für die hiesige Industrie in die Höhe gehen. Also die Rohstoffsicherung muss organisiert werden in diesen Handelsabkommen, in denen es Verbote gibt für Ausfuhrbeschränkungen. Dann natürlich muss es auch so etwas geben wie die Sicherung des Absatzes für schmutzige Produkte, für klimaschädliche Produkte. Das wird natürlich festgeschrieben durch den Zollabbau in diesen Handelsabkommen und durch solche Mechanismen wie technologische Neutralität. Man darf als Land bei dem Import nicht differenzieren zwischen erneuerbaren Energieträgern und den alten schmutzigen fossilen Energieträgern. Solche Auflagen schreibt man mittlerweile in die Handelsabkommen rein. Technologische Neutralität, so als seien Dienstleistungen, schmutzige Industrien, schmutzige Maschinen genauso unschädlich wie erneuerbare beispielsweise Energieträger und die dazugehörigen Technologien. Das ist natürlich ganz besonders problematisch, wenn man solche Mechanismen der Absatzsicherung in die Abkommen hineinschreibt. Und schließlich, ganz wichtig, ich habe gesagt, eingangs, dass wir ganz viel unserer Schmutzproduktion ausgelagert haben in Form dieser internationalen Wertschöpfungsketten. Und diese internationalen Wertschöpfungsketten, die müssen ja abgesichert werden. Da muss es ja einen Investitionsschutz geben für die Investitionen, die wir im Ausland getätigt haben. Das macht man mit bilateralen Investitionsschutzabkommen zum größten Teil zurzeit. Die Dienstleistungen, die damit einhergehen, müssen geschützt werden. Das macht man beispielsweise mit diesem GATS-Abkommen, das eingangs erwähnt worden ist. Und natürlich auch die geistigen Eigentumsschutzrechte. Wenn man im Ausland, wenn man in China eine Niederlassung errichtet, als Konzern, dann hat man natürlich Angst, dass die Chinesen hingehen und kopieren einfach die Produktionsprozesse
was die Chinesen eigentlich gemacht haben, was ja jetzt dann auch einen Teil ihres wirtschaftlichen Erfolges ausmacht. Aber das will man eigentlich nicht haben und deswegen gibt es ja diesen Patentschutz. Und da gibt es ein extra Abkommen in der Welthandelsorganisation, das TRIPS-Abkommen. Insofern also auch für unsere Schmutzproduktion will man, dass hier auch die globalen Wertschöpfungsketten geschützt werden, unserer Konzerne beispielsweise der Patentschutz. Auch die Art und Weise, wie man beispielsweise Energie verwendet, in diesem, mit welchen technischen Prozessen, da gibt es auch Patente drauf, auf die Nutzung der Energie. Und all diese Patente, die will man natürlich, dass die auch in China geschützt werden. Darum hat man dieses TRIPS-Abkommen. Insofern also, die Schmutzproduktion wird natürlich ganz wesentlich durch die Freihandelsabkommen abgesichert. Dann sind diese Freihandelsabkommen vor allem der Europäischen Union, da müssen wir ja auch einen Fokus drauf legen, extrem klimablind, weil es schon Nullzölle gibt, schon seit vielen, vielen Jahren, auf die besonders schmutzigen Energieträger, Kohle, Öl und Gas, aber auch das Eisenerz. Hier in der Europäischen Union erhebt ihr darauf gar keine Zölle mehr. Da sind Nullzölle drauf. Diese Nullzölle, die haben sie zum großen Teil auch schon in der Welthandelsorganisation festgeschrieben, in der WTO. Das ist ein ganz großes künftiges Problem, weil es wird zurzeit darüber diskutiert, dass man wieder Zölle erheben müsste auf solche schmutzigen Produkte, was aber ein möglicher Verstoß gegen die WTO-Regeln ist, insbesondere auch dann, wenn man in der WTO schon festgeschrieben hat, dass man die Nullzölle auf Rohöl beispielsweise gar nicht mehr erhöhen darf. Ein großes Problem. Von daher die Politik der Europäischen Union, diese Nullzölle auf Kohle, Öl und Gas festzuschreiben in ihren eigenen Abkommen, aber auch in der Welthandelsorganisation, ist überaus fatal, wenn man versuchen will, die fossilen Energieträger zurückzudrängen, ihren Anteil an den Welthandelsströmen zurückzudrängen. Da darf man keine Nullzölle haben. Dann gibt es einige sehr widersprüchliche Entwicklungen. Diese Nullzölle können natürlich für die Exporteure dieser Produkte sehr sinnvoll sein. Die freuen sich natürlich darüber, dass wir unsere Zölle auf Erdöl nicht erhöhen dürfen. Und das kann dann zu ganz widersprüchlichen Prozessen kommen, wie beispielsweise bei den Wirtschaftspartnerschaftsabkommen, die die Europäische Union zurzeit mit den afrikanischen Staaten verhandelt. Da gibt es ja große Widerstände dagegen, weil da viele afrikanische Länder ihre Märkte aufmachen wollen für unsere subventionierten Produkte, wie beispielsweise Geflügelteile. Wir wissen, dass alles, was die dortige Produktion vom Markt verdrängt. Und dagegen wehren sich viele Staaten. Und einer dieser Staaten, die sich gegen diese Wirtschaftspartnerschaftsabkommen, EPAS heißt in dem englischen Wert, ist Nigeria. Nigeria sagt, wir wollen diese Wirtschaftspartnerschaftsabkommen nicht unterzeichnen. Aber warum kann sich Nigeria diesen Widerstand leisten? Nigeria kann sich diesen Widerstand leisten, weil Nigerias wichtigstes Exportprodukt auf dem europäischen Markt ist was? Öl. Erdöl. Und wir haben Nullzölle auf Erdöl, die sind abhängig vom Erdöl. Das heißt, diese Produkte sind leider Gottes nach wie vor auch eine Waffe. Auch eine Waffe in den wirtschaftspolitischen Auseinandersetzungen. Und diese Waffe kann natürlich auch Nigeria nutzen. Nigeria ist nicht so abhängig wie andere afrikanische Staaten, die kein Erdöl haben. Die anderen afrikanischen Staaten kann die Europäische Union natürlich wesentlich leichter erpressen, damit diese EPAS unterschreiben. Nigeria aber nicht, weil Nigeria tatsächlich Nullzölle genießt für sein extrem schmutziges Produkt Erdöl. Ein Widerspruch. Wir müssen uns also eigentlich Gedanken darüber machen, wie kann man Nigeria dabei unterstützen, die Abhängigkeit vom Erdöl zu verringern und auch die wirtschaftliche Abhängigkeit vom Erdöl zu verringern. Das müsste eigentlich eine Herausforderung sein. Komme ich zum Schluss nochmal drauf. Und dann, die Europäische Union nutzt ihre Abkommen natürlich auch, zum Beispiel die jetzt laufenden TTIP 2.0-Verhandlungen dafür, dass andere Länder auf Exportbeschränkungen verzichten. Und so gibt es zurzeit in den USA immer noch Exportbeschränkungen auf Öl und Gas. Die Amerikaner sagen nämlich, wenn ein amerikanisches Energieunternehmen Öl und Gas exportieren will, dann muss man erst einen Antrag stellen beim US-amerikanischen Energieministerium, weil wir sind natürlich auch wegen unserer Energiesicherheit als Amerika, als USA
davon abhängig, dass wir hier genug Energie immer haben für unsere eigene Industrie. Und deswegen muss man immer als US-amerikanischer Exporteur einen Antrag stellen, wenn man Öl oder Gas exportieren will. Diese Antragstellung entfällt nur dann, wenn die USA ein Freihandelsabkommen haben mit einem anderen Land. Und die Europäer verhandeln ja nun mit den Amerikanern über TTIP 2.0. Und da gibt es ein wichtiges Verhandlungsziel der Europäischen Kommission. Die sagen, diese Exportbeschränkung, dass es da immer erst einen Antrag geben muss, soll wegfallen. Wir wollen nämlich freien Zugriff bekommen auf das gefrackte Gas aus den USA und auch auf das Erdöl aus den USA. Weil wir wissen, durch diese Fracking-Revolution, diese schmutzige Förderung von Öl und Gas in den USA, sind die USA ja jetzt zum größten Öl- und Gasproduzenten der Welt auch geworden. Und sie werden auch immer stärker zu einem Exporteur dieser schmutzigen Güter. Und nun weiß man ja, der Trump, das ist ein böser, böser Protektionist, wie man das immer fast jeden zweiten Tag in der Tagesschau lesen kann. Und um ihn davon abzuhalten, künftig Zölle auf deutsche Autos zu erheben, machen wir ja alles. Da sind wir wirklich zu allem bereit. Und darum haben wir auch gesagt, wir importieren jetzt auch dieses total schmutzige Fracking-Gas aus den USA. Und da kann man schon sehen, das ist die untere Linie. Das beginnt schon, das sind die monatlichen Importe von Flüssiggas aus den USA, das ist die blaue Linie zwischen 2016 und 2019. Und da sieht man, der Juncker, der ist im letzten Jahr im Sommer in Amerika gewesen und hat mit Trump da so einen kleinen Vertrag unterschrieben und gesagt, wenn ihr keine Autozölle erhebt, im Gegenzug importieren wir mehr Flüssiggas. Und das hat man dann auch eifrig gemacht und man hat auch gesagt, wir werden hier in Europa dafür sorgen, dass diese Flüssiggasinfrastruktur in Europa und auch in Deutschland erhöht wird. Das heißt, dass wir hier Flüssiggasterminals an den Küsten bauen. Wir haben schon ganz viele Flüssiggasterminals in der Europäischen Union. Man hat aber gesagt, obwohl wir schon so viele haben, wir bauen noch mehr, damit wir noch mehr Flüssiggas aus Amerika importieren können. Und die Europäische Kommission hat dann auch so Statistiken dazu erstellt und hat gesagt, kumuliert haben wir jetzt schon ganz, ganz viel Flüssiggas aus Amerika. Ne? Wenn diese monatlichen Importe von Flüssiggas seit dieser Verabredung, die wir getroffen haben im Sommer des letzten Jahres, sind die Importe von Flüssiggas aus Amerika mächtig hochgegangen. Stimmt auch, sind deutlich hochgegangen und mittlerweile ist es tatsächlich so, die Hauptversorger Europas für Flüssiggas bis jetzt sind Katar gewesen und andere Länder und Russland und Algerien. Und jetzt ist es so, dass die USA sich langsam da zu einem ganz, ganz wichtigen Versorger von Flüssiggas hier in der Europäischen Union entwickelt haben und schon 13% der gesamten europäischen Importe von Flüssiggas gehen auf das Konto der Amerikaner. Und das soll sich noch steigern. Und da hat es eine ganz, ganz schlimme Entscheidung gegeben im Juni diesen Jahres. Da hat nämlich die Bundesregierung es geschafft, dass eine neue Verordnung auch im Bundesrat angenommen wurde. Am 7. Juni 2019 stimmte der Bundesrat der sogenannten LNG-Verordnung zu, Liquid, also das ist dieses Flüssiggas, im Englischen wird das LNG abgekürzt. Natural Gas. Liquid Natural Gas, genau. Und diese, es gibt hier in Deutschland Pläne, dass wir hier auch Flüssiggasterminals errichten in Stade, Wilhelmshaven und Brunsbüttel, also an der Küste, an der Nordseeküste. Und diese Verordnung besagt nun, dass die Netzbetreiber, also diese überregionalen Betreiber der Gasnetze, diese Flüssiggasterminals an das Netz anschließen müssen. Und die Kosten für den Anschluss dürfen sie uns den Verbrauchern überwälzen. Wir sollen dafür zahlen. 90% dieser Kosten müssen wir als Verbraucher übernehmen. Dann steht in dieser Verordnung auch noch drin, dass es Subventionen geben soll für diese LNG-Terminals und den Anschluss an die Versorgungsnetze. Und es gibt da so Modellrechnungen, der Anschluss eines jeden dieser drei Terminals soll jeweils 220 Millionen
Euro kosten. Also es werden wieder Subventionen gezahlt für diese schmutzigen Energieträger, für den Aufbau der Infrastruktur und leider Gottes zum großen Verdruss vieler Klimaschützer haben im Bundesrat auch diejenigen Bundesländer, zu viele Bundesländer, an denen auch die Grünen mitbeteiligt sind, an den Regierungen für diese Verordnung gestimmt. Und das ist natürlich schlimm, weil jetzt gibt es grünes Licht dafür, für die Möglichkeit, diese LNG-Terminals zu errichten. Bis jetzt ist das noch nicht der Fall, da wird es Auseinandersetzungen geben. Man sollte verhindern, dass die tatsächlich gebaut werden. Nichtsdestotrotz, es gibt nun die rechtliche Grundlage, um dieses zu tun. Das ist natürlich bitter. Und das ist natürlich eine Konsequenz auch der laufenden Verhandlungen mit den USA. Weil wir haben ja den Amerikanern gesagt, wenn ihr keine Zölle auf deutsche Autos erhebt, dann importieren wir mehr Flüssiggas. Die Dieselenergieverordnung ist da ein Ergebnis der laufenden Verhandlungen zu TTIP 2. Schließlich komme ich zu dem CETA-Abkommen. Das Abkommen mit Kanada wird ja schon seit September 2017 vorläufig angewendet. Es ist aber noch nicht vollständig in Kraft, vor allem diese Investor-Staat-Verfahren, diese ganz gefährlichen Sonderklagerechte sind noch nicht in Kraft. Das würde erst der Fall sein, wenn alle Länder der Europäischen Union CETA auch ratifizieren. Und es gibt jetzt erste Auswertungen, welche Folgen hat CETA bis jetzt gehabt. Und da muss man sagen, die Versprechungen, die sich die Kanadier gemacht haben, dass sie da mehr exportieren würden in die Europäische Union, sind überhaupt nicht aufgegangen. Ganz im Gegenteil, ihr Handelsdefizit mit der Europäischen Union ist in diesen vergangenen anderthalb Jahren schon gesunken, wo man da Statistiken zu hat. Der einzige Sektor in Kanada, der profitiert hat, ist der Rohstoffsektor und da besonders die Erdölindustrie. Und wir wissen, in Kanada wird dieses ganz besonders klimaschädliche Teersandöl produziert aus der Provinz Alberta zum großen Teil. Und es hat sich gezeigt, dass wir halt sehr große Mengen, zusätzliche Mengen von Erdöl aus Kanada importieren. Der Großteil ist nach wie vor Leichtöl, aber auch ein relevanter Teil mittlerweile des Schweröls wird hier in der Europäischen Union aus Kanada importiert. Und das ist natürlich auch ganz, ganz schlecht. Und auch ein kleiner weiterer Indikator für die Schädlichkeit der europäischen Handelspolitik natürlich. Schließlich, was momentan verhandelt wird, das ist das Abkommen mit den vier südamerikanischen Ländern, mit Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay, der sogenannte Mercosur-Block. Das wird schon seit 1999 verhandelt, dieses Abkommen. Und jetzt hat man da erstmals einen unterschriftsreichen Text mehr oder weniger produziert. Der ist allerdings noch nicht vollständig durch die Rechtsförmigkeitsprüfung. Anhand der Dokumente, die man bis jetzt schon kennt, könnte dieser Vertrag natürlich ganz erhebliche ökologische Folgen haben, auch für das Klima, weil wir halt eben einige der wesentlichen Treiber für die Entwaldung in Amazonien auch importieren und die Mengen dieser schädlichen Produkte sollen auch noch gesteigert werden. Das ist beispielsweise Rindfleisch, wir importieren schon Rindfleisch, 270.000 Tonnen aus dem Mercosur und diese Menge soll noch erhöht werden, mindestens eine zusätzliche Quote von 99.000 Tonnen, die dann zollbegünstigt hier auf den Markt kommt. Ebenso problematisch, wir importieren schon ganz viel Sojabohnen und Sojaschrot, vor allem 90% des EU-Sojaschrots kommt aus dem Mercosur, aus den Mercosur-Ländern. Und da hat in diesem Abkommen Argentinien schon gesagt, wir wollen die jetzt noch erhobenen Exportsteuern auf Soja verringern, sodass dann hier die Sojaimporte in der Europäischen Union sich auch noch verbilligen würden. Und auch in Argentinien ist es so, dass die Sojaplantagen ganz erheblich für die dortige Entwaldung mitverantwortlich sind. Schließlich ein ähnliches Problem. Es hat in Brasilien immer auch Diskussionen darüber gegeben, dass man auf das Eisenerz auch Exportsteuern erheben sollte. Und die größte Eisenerzmine der Welt ist Carajás in Amazonien auch gelegen, riesengroß, total schädlich.
Die deutsche Entwicklungshilfe hat den Aufbau dieser Eisenerzmine sogar auch mal mitfinanziert durch Kredite der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Ganz, ganz übel. Und das wird dieses Eisenerz hier auch importiert, sowohl in großen Mengen, auch in Deutschland, vor allem durch ThyssenKrupp. Und das geht in die Stahlindustrie und dann in die weiterverwendung in der Autoindustrie. Und da steht in diesem Mercosur-Abkommen drin, künftig soll auch es nicht mehr möglich sein, oder nur sehr, sehr schwer möglich sein, überhaupt Exportsteuern auf Eisenerz zu erheben. Das heißt also auch, die billige Versorgung mit diesem überaus schädlichen Eisenerz soll abgesichert werden. Insofern also dieses Abkommen, auch das EU-Mercosur-Abkommen, hochgradig problematisch für den Klimaschutz. Man kann nur hoffen, dass es niemals in Kraft tritt. Insofern stellen sich hier natürlich ganz, ganz wichtige Fragen. Wie kann man mit den Gefahren der Handelspolitik eigentlich umgehen? Diese ganzen Fragen, die da kommen, sollte es eigentlich überhaupt nicht geben. Die sind auch überhaupt nicht notwendig. Was man eigentlich bräuchte, was momentan diskutiert wird, sind natürlich unterschiedliche Maßnahmen, die unterschiedliche Probleme haben, unterschiedliche Reichweite haben. Ganz wesentlich zurzeit wird natürlich die Bepreisung von CO2 diskutiert, das wissen wir alle, da gibt es auch Diskussionen in Deutschland nun um eine CO2-Steuer und die hier in Deutschland dann ja auch später noch ergänzt werden soll durch den Emissionshandel, den wir schon auf europäischer Ebene haben. Das ganze Problem bei diesen Geschichten ist natürlich immer aus einer Handelsperspektive, dass es immer auch Ausweichbewegungen geben kann, wenn wir hier in Deutschland oder in der Europäischen Union eben eine CO2-Steuer einführen würden. In der Europäischen Union gibt es ja auch Pläne nun dazu. Ist das natürlich ein Problem, wenn in anderen Regionen der Welt es diese Besteuerung nicht gibt. Dann könnte es wieder dazu kommen, dass Schmutzproduktion ausgelagert wird, wie wir das jetzt ja auch schon kennen. Also ein großes Problem. Eigentlich wäre es wünschenswert, so etwas weltweit zu haben. Man kann sich vorstellen, wie schwer das ist, so etwas hinzubekommen. Es gibt, was eigentlich notwendig wäre, jetzt einen Vorschlag, der kommt so von englischen Wissenschaftlern, die diese alte Idee schon länger, dass halt eben die schmutzigen Energieträger eigentlich im Boden bleiben müssen, aufgegriffen haben. Es hat da ja mal eine Initiative gegeben. Deutschland, die deutsche Entwicklungshilfe, hat ja mal überlegt, ob man einen Fonds aufsetzen soll, der es Ecuador ermöglicht, das dortige Öl im Boden zu lassen. Das war die sogenannte Yasumi-Initiative, kennt vielleicht einige Menschen hier noch. Diese Initiative ist leider gescheitert. Aber eigentlich bräuchte man so etwas. Man bräuchte also einen festen Plan, Verabredung dafür, dass diese schmutzigen Energieträger, Kohle, Öl und Gas im Boden bleiben und dass diejenigen Länder, die diese Vorkommen haben, darin unterstützt werden, dass diese Produkte weniger gefördert werden, dass es also ein Auslaufen der Förderung dieser Produkte gibt. Dafür müssen sie natürlich unterstützt werden, dafür muss es Kompensationszahlungen geben. Man bräuchte also eigentlich so etwas wie einen Nichtverbreitungsvertrag für fossile Energieträger. Das ist der Begriff, unter dem dieser Vorschlag jetzt Anfang des Jahres unterbreitet worden ist. Gibt es auch schon einige Unterstützer dafür, vor allem in Großbritannien. Die Idee ist eigentlich vollkommen richtig und sie beziehen sich in ihrem Vorschlag unter anderem auch auf diese Yasuni-Initiative. Man kann sich aber vorstellen, dass auch dieser Vorschlag natürlich einen ganz, ganz langen Verhandlungsprozess, man kann vielleicht mal mit einer Reihe von willigen Ländern da anfangen, aber es würde natürlich irrsinnig lange dauern. Und man muss ein großes Fragezeichen machen, ob solche Länder wie die USA ein Interesse haben, an so etwas teilzunehmen oder Saudi-Arabien und andere Ölproduzenten. Da muss man natürlich ein dickes Fragezeichen dahinter machen. Aber die Idee im Prinzip ist natürlich richtig. Das kann man nicht verleugnen. Schließlich muss man sich natürlich auch Gedanken darüber machen, diese internationalen Wertschöpfungsketten müssten ja eigentlich verkürzt werden. Man müsste zu einer Re-Regionalisierung der Produktion kommen, weil natürlich, das haben wir gesehen, circa ein Drittel der weltweiten Emissionen finden statt im Rahmen des Handels. Das sind also der Anteil des Handels an den Emissionen, an den gesamten Emissionen beträgt circa ein Drittel. Und da müsste man sich natürlich Gedanken darüber machen, dass die Wertschöpfungsketten wieder verkürzt werden, dass man also nicht alles aus China importiert und noch aus ferneren Ländern, was man hier an Vorprodukten verwendet.
Das ist natürlich ein schwieriger Prozess und man müsste dann natürlich sich ganz wesentlich mit der Monopolmacht der transnationalen Konzerne, die diese Wertschöpfungsketten ja unterhalten, auseinandersetzen. Und das ist sehr schwer. Aber, und da möchte ich nur mal ein Beispiel geben, es ist grundsätzlich möglich, die Wertschöpfungsketten zu verkürzen. Es gibt ein Land auf der Welt, das das tut. Und das ist dasjenige Land, das die meisten Emissionen in der Welt exportiert, nämlich China. Und da habe ich zum Abschluss eine kleine Grafik rausgefischt aus den Datenbanken der Weltbank. Und da kann man sehen, den Anteil der Exporte am Bruttoinlandsprodukt. Und da sieht man im Vergleich Deutschland und China, wir wissen, wir Deutschen, wir sind exportwahnsinnig. Das ist mittlerweile ins Genom der deutschen Politik übergegangen, diese Exportabhängigkeit. Wir tun alles für den Export. Und der Anteil der deutschen Exporte an Bruttoinlandsprodukten, der ist gigantisch, weil wir so großen Leistungsbilanzüberschuss mit unseren Exporten erwirtschaften. Und der liegt bei mittlerweile irgendwas 46-47%. Das ist unglaublich. Das ist furchtbar, weil wir uns alle, die ganze deutsche Ökonomie natürlich, von den Exportindustrien, Auto, Maschinenbau, Chemie, das sind die schlimmsten und gefährlichsten drei Brocken, abhängig machen und alles andere natürlich diesen drei Sektoren unterwerfen. Das ist ein schweres ökonomisches Problem. Man kann aber auch die Abhängigkeit vom Export verringern und das kann man bei China sehen, das ja immer als Werkstatt der Welt angesehen worden ist. Und die haben eigentlich genau den richtigen Prozess begonnen. Schon vor einigen Jahren, ab circa Mitte 2005, haben sie spürbar und merklich begonnen, ihre Abhängigkeit vom Export sehr, sehr drastisch zu reduzieren. Das kann man hier sehen an der roten Kurve. Das ist eigentlich genau der richtige Weg, den man einschlagen müsste. Es ist möglich, man weiß es auch, die WTO, die Welthandelsorganisation, flucht über China, weil die sagen, die sind wesentlich dafür verantwortlich, dass das Wachstum des Welthandels gemindert wird. Ich würde sagen, das ist genau richtig, was China macht in der Tendenz. Und wir sollten uns in dieser Hinsicht, nicht in anderen, aber in dieser Hinsicht vielleicht doch ein Beispiel an China nehmen. Damit möchte ich schließen und freue mich auf Fragen und Diskussionen. Ja. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe immer gedacht, ich verstehe von dem Thema auch ein bisschen was, aber heute Abend glaube ich das nicht mehr so ganz. Das war ganz außerordentlich beeindruckend. Mir sind allerdings aber auch ein oder zwei Fragen gekommen, die ich ganz kurz stellen möchte, mit der Bitte um eine kurze Antwort, damit das Publikum nicht zu lange warten muss. Christiane Hansen hat uns versprochen, dass sie uns Lösungswege aufzeigen würden. Wenn ich das Ganze aber jetzt mal gemütlich auf mich einwirken lasse, dann überwiegen ganz eindeutig die Schwierigkeiten der Lösungswege als die Möglichkeiten, dass sie wirklich von einer entscheidenden Anzahl von Akteuren beschritten werden. Das ist eine Frage zum Ende des Vortrags eigentlich. Aber ist mein Eindruck richtig, dass die Schwierigkeiten für die Lösungen erheblich größer sind als die Möglichkeiten ihrer Realisierung? Es gibt ja diesen Spruch von dem Antonio Gramsci, kennen sicherlich alle hier in dem Raum, weil Begründer der Kommunistischen Partei Italiens, und der hat ja gesagt, was man braucht, das ist halt der Optimismus des Willens und der Skeptizismus des Verstands. Und genauso muss man da natürlich rangehen. Natürlich ist es möglich, dass man Lösungen findet für die Klimakrise. Aber man muss natürlich auch die nötige Portion Skepsis haben und man muss natürlich auch wissen, wo mögliche Widerstände liegen. Dennoch denke ich, es ist möglich. Ich bin überhaupt nicht der Ansicht, dass es selbst im Rahmen auch der jetzigen wirtschaftlichen Verhältnisse komplett unmöglich sein sollte, hier umzusteuern und wir unsere CO2-Emissionen als wichtiger Bestandteil der Treibhausgasemissionen auch reduzieren können. Das ist durchaus möglich, aber ich glaube natürlich auch, dass man da sehr, sehr langen Atem braucht
und dass man ganz wesentlich natürlich auch die ganzen sozialen Bewegungen, die jetzt unterwegs sind, erfreulicherweise, dass die natürlich noch wesentlich längerfristig aktiv werden müssen und auch wirklich wesentlich längerfristig auch diejenigen politischen und wirtschaftlichen Akteure, die verantwortlich sind für den Status quo, unter Druck setzen müssen. Insofern also, ich bin da nicht skeptisch in dem Sinne, dass man nichts tun kann. Man kann was tun, das ist möglich, aber man muss natürlich auch die möglichen Hindernisse sehen. Insofern ist es momentan natürlich eine ungemein spannende Zeit, weil wir sehen, nach vielen, vielen Jahren gibt es ja wieder Proteste auf der Straße und was ein Unterschied ist, denke ich, zu den früheren Zeiten, dass man auch sieht, man muss ein bisschen konsequenter sein. Das ist ja das Beeindruckte momentan an den Protesten, dass ja Menschen auch wieder stärker zivilen Ungehorsam betreiben, gerade wie Fridays for Future, die oftmals ein bisschen belächelt werden, was ich gar nicht verstehe, weil es ist natürlich auch ziviler Ungehorsam, wenn man Schule schwänzt. Das darf man ja nicht wirklich. Also darauf kann man, denke ich, aufbauen und das wird sich weiterentwickeln. Und ich denke, dass diese Generation möglicherweise in Zukunft sich tatsächlich auch daran machen wird, Lösungen für diese einzelnen Fragen zu entwickeln und auch stärker noch Wege. Wie ist das mit der Bepreisung? Dass das Klimapaket hier in Deutschland dafür nicht reicht, das wissen wir ja mittlerweile. Man muss den Druck aufrechterhalten, dass da wirklich ein schärferes Paket entwickelt wird. Wir wissen auch natürlich, dass man in irgendeiner Form den rohstoffproduzierenden Ländern raushelfen muss. Das ist aus ihrer wirklichen großen Bredouille, gerade die ärmeren Länder, die angewiesen sind. Da sehe ich noch ein großes Defizit und da bin ich dann eher ein bisschen skeptischer. Ich glaube, dass wir hier die hiesigen Produzenten leichter unter Druck setzen können, als dass wir wirklich gangbare Wege entwickeln, wie wir tatsächlich vor allem die ärmeren Länder der Welt daran unterstützen können, die Rohstoffabhängigkeit zu entwickeln. Da ist meine Skepsis ein bisschen größer, weil ich viel zu lange in der entwicklungspolitischen Szene unterwegs gewesen bin, als dass ich da halt so optimistisch sein könnte. Also da müsste ich meine eigene Berufserfahrung einfach negieren. Insofern ist da mein Skeptizismus größer. Ja, und dann der letzte Punkt, diese Verkürzung der Wertschöpfungsketten. Da glaube ich, werden wir möglicherweise noch interessante Entwicklungen erleben, weil ich glaube, dass dort noch einiges möglich sein wird, auch durch neue technologische Entwicklungen, Digitalisierung und solche Geschichten. Produkte werden weniger komplex möglicherweise. Es kann durchaus sein, dass wir es wirklich schaffen, Wertschöpfungsketten wieder stärker zurückzuholen. Man muss es allerdings tatsächlich auch auf die politische Tagesordnung setzen. Und das finde ich, das findet noch zu wenig statt, dass wir wirklich internationale Wertschöpfungsketten und auch die Regularien, das sind vor allem handelspolitische Regularien, dass wir die angreifen müssen. Es darf nicht mehr diesen Schutz geben, Schutzmechanismen in den Handelsabkommen für internationale Wertschöpfungsketten. Also das ist notwendig. Und wir haben ja momentan auf einem Gebiet einen Versuch zur Zeit, nämlich hier in Deutschland auch ein sogenanntes Lieferkettengesetz zu entwickeln. Sehr umkämpft zur Zeit, sehr strittig, aber das ist natürlich ein Element, was man braucht, um halt eben größere Verantwortung in den Lieferketten hinzubekommen, größere Unternehmensverantwortung, was dann auch dazu führen könnte, dass möglicherweise Lieferketten dann auch wieder verkürzt werden. Insofern, das ist ein Prozess, der aufläuft, da bin ich wieder ein bisschen optimistischer. Also ich bin Ihnen erstmal dankbar, dass in Ihrer Antwort auch das Wort Skeptizismus vorkam. Bei mir wahrscheinlich ausgeprägter ist als bei Ihnen und das mag auch gut so sein. Ich habe noch eine kurze Frage zur Entwicklung der Weltbevölkerung, die dankenswerterweise nicht als Argument bei Ihnen vorkam. Und der Steigerung der Produktion, also des BIP der Welt. Zwischen 1820 und heute hat sich die Weltbevölkerung von 1 Milliarde auf 7,5 Milliarden vermehrt, also mit dem Faktor 7 oder 7,5 ist sie angewachsen. Die Industrieproduktion zwischen 1820 und heute ist um den Faktor 700 angewachsen. Das heißt, wir haben eine siebenfache Bevölkerung und eine 700-fache Produktion.
Produktion von Gütern und Dienstleistungen in der Welt. Diese Dienstleistungen kommen natürlich nicht bei denen an, die am meisten unter der Klimakrise leiden werden. Aber wie meinen Sie, kann ein Prozess, der nun seit 200 Jahren in einer sehr klaren, linearen Entwicklung vor sich geht und zu dieser Diskrepanz zwischen Überproduktion und Bevölkerungsvermehrung geführt hat, wie kann der umgedreht werden? Ja, ich habe jetzt in dem ersten Antwortblock ja schon wesentlich spezifischere Antworten gegeben, die genau die Frage, die Sie jetzt gestellt haben, schon beantwortet haben, weil Sie jetzt eine allgemeinere Frage hinten angestellt haben. Man muss genau in diesen drei Bereichen, die ich skizziert habe, tätig werden, weil was Sie jetzt angesprochen haben, ist ja letzten Endes die, das wäre mal ein altmarxistisches Land, Akkumulation von Kapital. Ein riesiger Kapitalstock ist entstanden und der verschwindet nicht so einfach. Und vieles dieses Kapital wird weiter relevant sein. Und wir müssen natürlich versuchen, diesen Kapitalstock, wo er gar nicht mehr für die Steigerung am Wohlstand relevant ist, auch wieder abzubauen. Und das kann natürlich nur stückweise geschehen. Ich glaube nicht an irgendwelche Brüche, an revolutionäre Veränderungen und solche Geschichten, wo man aus diesem gigantischen Anhäufung von Kapital ruckartig zerstören kann, obwohl wir wissen, dass in Krisen natürlich sehr viel an Kapital auch entwertet wird. Das wissen wir, das passiert immer wieder. Aber was sich in diese ganzen Krisen gezeigt hat, die ganzen Wirtschaftskrisen, wenn man sich das anschaut, de facto, es sind eigentlich diese ganzen Investitionen, die getätigt worden sind, und zwar in Beton, wirklich Fabriken und in Anlagen, die sind über die Zeit immer noch angewachsen. Also diese Zerstörung, diese Entwertungsprozesse haben verrückterweise tatsächlich dieses Kapital, dieses physische Kapital relativ unangetastet gelassen. Da haben Sie vollkommen recht, das stimmt. Und das ist tatsächlich schwer, aber wie gesagt, mit den Prozessen, die ich genannt habe, denke ich, vor allem, wenn man diese Wertschöpfungsketten stärker in den Griff nimmt, kann man da hinkommen. Man muss natürlich auch wesentlich stärker, und das ist nun ein ganz altes Feld dann auch der ökologischen Ökonomie, ran an die Dematerialisierung der Produktion. Das ist ganz klar, das hängt damit zusammen. Das ist enorm kompliziert, todlangweilig, wenn man ins Detail geht. Da möchte ich keinen Abend mit einem öffentlichen Publikum bestreiten, aber das muss man natürlich auch machen. Und das ist kompliziert, staubtrocken, aber etwas, wo man auch möglicherweise die Politik noch stärker unter Druck setzen muss, solche Dematerialisierung. Dass der Anteil der Stoffströme, die wir brauchen, reduziert wird an der Produktion. Das ist etwas, was kaum thematisiert wird. Da die ganzen Stoffe, die wir verarbeiten, die ich auch genannt habe, das sind nicht nur die Energieträger, sondern das sind natürlich auch die ganzen mineralischen Rohstoffe. Diese ganzen Materialien, die müssen durch Kreislaufwirtschaft, das weiß man ja, reduziert werden möglichst, durch Wiederverwendung und solche Geschichten. Das ist eine riesengroße Herausforderung, das wissen wir. Das geht nicht von einem Tag auf den anderen.